Hier sehen wir jetzt, dass hier einige Ecken Styropor fehlen. Ich wollte es hier nochmal zeigen, weil es jetzt hier noch ein bisschen größer und krasser ist. Also das sind natürlich relativ große Löcher und die müssen zwingend wieder komplett aufgebaut werden, damit man später, wenn der Maler kommt, dann entsprechend mit einem Putzträger und Putz entsprechend gespachtelt und aufgebaut werden kann. Und das ist auch wichtig, dass eben keine Kälte- oder Wärmebrücken entstehen. Das würde nämlich passieren, wenn die Dämmung unterschiedlich dick auf der Fassade drauf ist und das muss eine homogene Fläche sein. Deswegen nehmen wir so einen Punkt auf jeden Fall mit ins Protokoll auf und lassen da dann entsprechend nacharbeiten.